Willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Nachdem ich im letzten Part famoserweise tatsächlich innerhalb einer Stunde eine halbe Stunde die ganze Mobzone rechts geschafft habe von The Guy, geht es mit einem normalen Level weiter und um den Sieg auszukosten, können wir ihn doch gleich mal nehmen. Und ihm fällt erst ein Apfel ins Genick. Oh, da habe ich doch schon. Da. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich die zwei Bobsons geschafft und darf tatsächlich die dritte jetzt auch noch gleich machen. Oh nein. Die wird aber bestimmt nochmal schwerer als die erste, weil sie kommt schwerer vor, oder? Da oben ist ein Bandage. Wie holt man das am besten? Moment. Oh. Oh. Ja, ich stelle mich sehr gut an. Das ist... Wow. Sunshine Island. Ich wollte nur den Namen wissen, deswegen... Ja, genau. Lass stecken. Was mache ich denn? Ich möchte nur dahin. So. Jetzt möchte ich hier ein bisschen abkürzen. Ich wollte es, aber ich habe es nicht geschafft. Ach komm, mache ich es halt einfach normal. Weil sonderlich schwer sieht das nicht aus. Obwohl, das könnte mies werden. Moment, schieß. Dann mach auf und... Obwohl, wenn ich jetzt hole... Muss ich jetzt doch bestimmt nochmal machen. So, oder auch nicht. Hm, auf den ersten Blick sieht es immerhin freundlicher aus als die anderen Warpsons. Das hier ist mal schön. Einigermaßen. Ich probier's nochmal. Es ist doch möglich hier. Sag ich doch. Aber ich hasse sowas. Und das auch. Aber ich hab's geschafft. Das erste Level habe ich schon mal schneller durchgekommen als bei den anderen Sachen. Juhu. Kann man da unten stehen oder sterbe ich da? Ich kann es nicht einschätzen, aber ich denke mal, ich sterbe. Oh Gott, die Soundeffekte sind mal wieder... Warum gehe ich hier hinten hin? Weil ich da hinten hin muss, damit ich so hochkomme und dann dadurch. Alter. Kann ich hier irgendwie Optionen... Effektlautstärke. Mache ich zumindest für die Warpzone mal... Wieso ist diese schon wieder so hochgestellt? Was soll's? Ich hoffe mal, es ist jetzt etwas leiser. Ja, zumindest erträglicher. So. Oh ne, bin ich da direkt reingerannt. Das war natürlich sehr gut. Oh. Ich mache hier mal so viel wie möglich auf. Weil ich glaube, das wird mir helfen. Und da bin ich auch schon drüben. Dann hier rauf und dann sollte das so bestimmt möglich sein. Ja. Nein. Obwohl, jetzt habe ich ja gar keinen Bandage geholt. Hier ist eins. Ach, ich werde das eh nicht schaffen. Das Bandage ist auf jeden Fall simpel. Das auch. Soll ich von hier versuchen, darüber nach hier links zu kommen? Also von hier aus, also von der Wand hier. Ja, Meat Boy muss da auch rangehen. Ja, so. Wow. Okay, das ist mies. Ich hab's geschafft. Und jetzt habe ich nur ein Bandage. Das ist ja sehr gut. Nee, ich habe beide. Stimmt, im ersten Level war ja eins. Das ging schnell. Wow. Das war leicht. Ich habe mich da total vertan. Warum nehme ich jetzt so geil nicht? The Kid. Nicht so geil. Weiß ich nicht. Obwohl, ich kann hier nicht rum? Ja.
Kann ich einfach überspringen. Ja, das war sehr... Ups. Huh. Da habe ich Lockblatt ein Bandage gefunden. Oh, Kacke. So. Hier kann man einfach rüber. Muss man das nicht machen. Das Bandage ist kein Problem. Nur wie komme ich mit The Kid da durch? Ich könnte es vielleicht machen. So, runterlaufen. Dann habe ich zwei... Ja. Das Bandage habe ich. Jetzt nur noch mal in schnell. Okay, es hat er als Warpzone-Eintritt gewertet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, ja, geh raus. Raus da! Du hast hier nichts verloren. Ah ja, der war ja hier. Hier, da. Bop. So. Und Ziel. Weiter geht's. Ich könnte mal so etwas weiternehmen. Oh. Sind das da unten Larven? Oder Würmer oder so? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oh mein. Das hier könnte echt gemein werden. Oh oh, oh oh. Was mache ich denn? Komm schon. Meatball bringt ja auch nichts, weil man kann sich ja nicht schneller bewegen, als sich diese Dinge hier umschalten. Gott, ey, was mache ich denn? So. Hier ran. Hier hoch. Und Ziel. War sogar noch Abfluss. Und weiter geht's. 5:14. Hm. Verstehe nicht ganz, ist... Da links ist ein Schlüssel. Kann ich hier einfach irgendwie ziemlich viel überspringen? Geht das? Geht anscheinend tatsächlich. Hab das jetzt so random ausprobiert, aber wenn es geht und... Na, es sind wirklich Larven, weil... Und was ist eigentlich dieses Viech? Was mich hier verfolgt? Das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil... Ja, es ist halt... Doof. Aber jetzt ist es aus dem Bildschirm raus. Und da ist es wieder. Und da frisst es mich auf, toll. Ich mag es irgendwie nicht. Was ist es? Komm mal her. Ich möchte, dass du hier, dass du auf der linken Seite bist und nicht auf der rechten. So, und jetzt schnell weg. Dann habe ich da nämlich keinen, der mich nervt und kacke ist und ja und... Und so, 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 so. Wieso habe ich The Kid genommen? Da komme ich nicht hoch mit The Kid. Oder? Nee, komm. Da muss ich Meatball nehmen. Kann ich mit dem auch überspringen? Nein. Es würde schon gehen, aber... Naja. Obwohl... Brauche ich diese Schlüssel überhaupt? Weil es hat doch hier unten was aufgemacht, oder? Oh Gott. Oh oh, oh oh. Geh weg. Moment, wo macht das Wasser auf? Da rechts, warum nehme ich da nicht einfach so Kit und springe an der Seite hoch? Moment. Das müsste doch möglich sein. Ja, so nicht. Töte ihn! Hier irgendwo war eine Plattform. Mit dem sollte es wirklich möglich sein. Oder? Natürlich.
Und in was für einer Zeit? 18 Sekunden schneller als Flat. Oh. Oh. Das ist mies. Boah, so Kit ist wirklich so mega cool. Ich bin froh, dass ich ihn freigeschaltet habe. Es macht es erheblich einfacher. Und da wird sich jetzt keiner beschweren, dass ich ihn benutze, weil es war schwer genug, ihn freizuschalten. So. Goddammit. Ja, ja, töte mich. Probier's nochmal mit Meat Boy. Ich hab irgendwas im Auge. Das nervt mich gerade. Aber nur so nebenbei. Ja, toll. Goddammit. Kann ich ja irgendwie rüberspringen einmal? Nee. Wo soll ich da hinspringen? Dieser Sprung ist echt mies. Hier, der. Ohne Spaß, ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich. Also ohne Spaß jetzt. Okay, ich höre ja auf. Ich glaube, ihr wisst, auf wen ich da gerade angespielt habe. Scheiße, hey. Gott. Wie soll das denn möglich sein? Bestimmt viel simpler, als ich denke. Warte jetzt einfach mal und geh jetzt. Das war auch schlecht. So muss man das machen. Und dann hier. Oh, wow. Au, oh, wow. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Natürlich ist das deren Ernst. Das ist deren voller Ernst. Leck mich, du Scheißraub. Geh doch einfach zu den anderen 1000 Rauben mehr. Was musst du denn? Immerhin hat er so ein freundliches Gesicht. Man kann ihm unterstellen, was man will, aber er hat ein freundliches Gesicht. Gott. Das ist doch unglaublich. So. 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 Und Ziel. In A+. Sehr gut. Weiter. 16. Da war ein Bandage. Hier dazwischen. Das habe ich sofort entdeckt mit meinen Adleraugen. Kann ich da vielleicht irgendwie tricksen und mit... Kit drüber. Nee, das geht nicht. Aber ich kann bestimmt wieder ein bisschen abkürzen. Weil jetzt habe ich zwei Sprünge frei, ja. Alter. Ja, da habe ich zu schnell gedrückt. Wow. Das war eine schnelle A-Plus-Zeit. Jetzt sind wir zwischen das verkackte Bandage. Kit. Danke. Aber jetzt habe ich das Level gar nicht gezeigt, ne? In wie vielen Sekunden habe ich das geschafft? Moment. In 3,55 und 30 war A-Plus-Zeit. Nice, aber ich möchte zumindest mal gezeigt haben. Deswegen mache ich hier nämlich wieder so Kit. Aber ich gehe vom Ziel aus mal hier zurück und gucke, was man sonst so machen müsste. Okay, da ist erstmal ein hässliches Scheißvieh. Man will ja mal alles gezeigt haben. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt kann ich hier nochmal hier runter gucken. Ja, ne? Ah, nice one, nice one. Ohne Spaß. Das sage ich auch schon ohne Spaß. Jetzt fange ich genauso an wie der, den ich... Ihr wisst, wen ich meine. 3,55. Okay, 17. Weiter geht's. Au. Au. Irgendwie will ich wieder The Kid nehmen. Au. Ja, ich hab ihn, warum nicht? Ja, warum nicht? Ich mach den Fehler dann nochmal, weil, warum nicht? Hier muss ich durch. Springst du das auf? Eine andere Idee habe ich gerade nicht. Ach komm, ne Meat Boy. Sonst heißt du hast überall gecheatet. Ja, habe ich. Ist mir egal. Muss das Spiel dran denken, dass das geht. So.
So. Schieß mal. Schieß. Dankeschön. Ach, bewegende Kettensägen schleudern. Sie kommen jetzt auch noch, aber warum nicht? Und ziel. A plus. 18. Oh. Oh. Was? Alter. Moment. Da kann es mir jetzt aber keiner übel nehmen, dass ich sie Kit nehme. Boah. Das ist ja krass. Und kein sicherer Platz. Oh, es gibt nicht mal ein unsicherer Platz zu stehen. Gott. Ich will mit dem das Bandage gleich am Anfang holen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Scheiße. Gott, wie soll man da rankommen? Ja, ja, schieß. Dann so und von da oben dann. Abspringen dann, sollte so möglich sein. Hi, oh. Das ist mies. Ja, ohne Bandage möchte ich hier nicht raus. Das ist hoffentlich klar. Ja, irgendwie so, aber dann muss man halt überleben. Hm. Moment, ich weiß auf jeden Fall, wo ich mich gut verstecken kann, aber dazu brauche ich halt erstmal das Zeug hier in der Mitte. So in etwa könnte man es vielleicht. Was zur Hölle? Wie hoch bin ich denn da gesprungen? Gott, Emmet. Boah. Hm. Wie mach ich das denn am besten? Scheiße. Ich möchte mir das Level gerade gar nicht in der Dark World vorstellen. Alter Schalter. Bläh. Ja, sehr gut. Wir kommen auf so einen kranken Schande. Ja, ja. Das wäre ja fast gut gewesen gerade. Nein. Goddammit. Moment. Habe ich vielleicht irgendeinen Flywrench vielleicht? Nee. Ich nehme mal Jill. Glaube, ich könnte, glaub die, ich, ja, ich weiß mittlerweile, dass es das Weib, dass die weiblich ist. Ich möchte mir zumindest erstmal schaffen, scheiß aufs Bandage. Aber und nee, nicht mal das schaffe ich, sehr gut. Goddammit. Aber ich glaube, Jill ist voll die gute Wahl hierfür. Oder nicht? Nee, bestimmt. Dede-be-be-be.
So, und jetzt ganz auf drücken und dann hier rumchillen. Also A plus habe ich schon mal. Nur Pflaster. Goddammit. Man kann leider nicht mitten im Level den Charakter wechseln. Scheiße. Verdammt, aber so geht's. So muss ich's machen. Komm. Ja, schieß. A plus ist mir ja mittlerweile, Gott sei Dank, vollkommen Wumpe. Jetzt muss ich hier nur irgendwo rumchillen. Dann passt das schon. V mal 6. Glaube ich. Du hast Captain Viridian freigeschaltet. Von VVVVVV. Boss befreit. Das ist sehr gut. Und was kann der? Wo ist er da? VVVVV. VVV. Ach, ist das der... War es nicht dieses Spiel, das? Genau. Der kann an der Decke laufen. Wie hilfreich wäre der jetzt... naja, so hilfreich vielleicht doch nicht. Aber ist doch ein lustiger Charakter. Das muss man ihm lassen. So, weiter. Geht's. Ich versuche es erstmal wieder mit Meat Boy. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Achso, das sind die verfolgenden Sägen. Oh. Hier bitte, Dankeschön. Dann macht er das weg. Hier kommen... Oh. Hätte mich das jetzt getroffen, ich hätte so geschrien, aber ich habe es geschafft. 20 Judgment. Oh. Hallo Leute. Gott. Ich bin da schon wieder voll für The Kid. Nom. Ja, ja, nomst du nicht so viel. Nomsen ist ungesund, aber ich glaube, ich habe erst eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ja, genau, sehr gut. Aber ein Bandage fehlt mir noch in der Lightwood. Ich hoffe, das ist hier und ich habe keins vergessen. Oh scheiße, ich wollte da schnell hoch, um abzukürzen. If you know what I mean. Genau so. Da oben links vielleicht, aber nee. Jetzt verfolgt er mich das ganze Level. Das ist gar nicht gut. Ah, nee, jetzt hat er mich verloren. Und das ist nicht euer Ernst. Ich hole mir erstmal A+. Und mach's jetzt nochmal und achte jetzt nicht auf die Zeit. Oh, Kacke. Es riechen! So. Nom. Ja, hör auf zu mich. Versuchen mich zu nomsen, das gefällt mir gar nicht. Wir kommen alle an eine Ecke. Ah. Oh oh. Nein! Scheiße. Aber irgendwie so geht's. Komm mal her hier. Er verfolgt mich nicht. Kann ich denn dafür sorgen, dass die mich nicht verfolgen? Oder der hier vielmehr. Ich könnte versuchen, die drei Viecher hier nach oben zu locken. Oder so. Und jetzt schnell weg. Das hat funktioniert. Jetzt lass ich mir hier mal ein bisschen Zeit. Oh. So. Das macht das Ganze schon viel angenehmer. Fehlt nur noch das hier.
Oh, Kacke. Ich muss dir auf die rechte Seite locken. Komm mal her, da. Und weg. Nein, du siehst mich nicht. Danke. So. Oh, das war knapp. Oh, Scheiße. Nicht aus dem Bild rennen. Was machen dieses Geräusch schon wieder? Kacke. Komm mal her. Meine lieben Freunde. Jetzt ignoriert mich. Ich bin gar nicht da. Geht weg. Danke. So. Jetzt machen die schon wieder dieses Geräusch. Alter! Ah ja. Ja, ja, frisst mich auf. Frisst mich auf, es ist mir so egal. Das will ich jetzt noch in diesem Bad schaffen. Oh nein. Das verfolgt mich so ein Spinner. Dann töte ich mich lieber, weil das sind einfach nur Arschlöcher. Offizielle Bezeichnung für die Arschlöcher. Und weg, 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 weg. Ihr seht mich gar nicht. Ich bin gar nicht da. So. Hoppala. Oh, das war knapp wegen der Kettensäge. Alter. Scheiße. Jetzt sieht der eine mich schon wieder nicht mehr. Ist der behindert? Jetzt kommt schon her. So, und tschüss. Ja. Geht weg. Danke. Ich mache die Parts viel zu lange in letzter Zeit. Den nächsten werden wieder etwas kürzer. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr so leicht durch? Tschüss. Jetzt mach mal auf da. Oh, oh, wow. Ihr Viecher da unten. So. Sehr gut. Damit ist die Light World zu 100% abgeschlossen. Und beim nächsten Mal geht's in die Dark World. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part und tschüss.